Willkommen zurück bei Pause. In der letzten Folge fanden wir die Kinder ziemlich suspekt. Deswegen haben wir eine Undercover-Mission gestartet, die ein bisschen emotionaler für Luna East war als gedacht. Wie geht's jetzt weiter? Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht, aber wir sehen's jetzt gleich. Wir haben hier Holz zugeschnitten und dann kam der Kalexam und Aaron rein und dann fehlte auch schon die Säge, ja. Vielleicht benutzt jemand die Kinder. Wir sind auf der Suche nach Sophira. Wir kommen. Ich habe gehört, man munkelt. Diejenigen, die helfen, den Täter zu ergreifen, kriegen eine Belohnung. Also ein Kopfgeld wurde ausgesetzt. Ich wette, ich kann ihn so weit werfen, dass du den nicht kriegst. Okay, ich teleportiere dahin. Ach so, voll uncool, Mann. Der ist jetzt kaputt. Ihr wart nicht Good Cop genug. Luna, du bist unsere letzte Chance. Du stellst dich ganz nah an das offene Fenster, machst dich so groß wie du kannst und sperrst deine großen Spitzenöhrchen auf. Die wollen nur Informationen kriegen. Ich weiß ganz genau, wir dürfen dir nicht sagen. Wir können auch versuchen, uns vor dem Fenster richtig laut zu streiten. Jetzt hast du denen echt einen Ball einfach geholt. Das haben die doch voll verdient gehabt, so. Du. Ja. Du bist blöd. Sascha, also das lief ja jetzt wirklich nicht so toll, ne? Und ich glaube, wir sollten vielleicht lieber mit Lesney und Letek sprechen, weil die hatten ja jetzt nicht so tolle Erfahrungen mit den Feen. Und wir sind uns ja sicher, dass die was wissen, weil die waren ja auch an einem Tatort, ne? Ja, also irgendwas und war komisch. Vielleicht sollten wir denen ein bisschen ins Gewissen reden und denen, vielleicht verstehen die Kinder nicht, dass das gefährlich ist, dass jemand verletzt werden könnte und dass wir vielleicht ganz offen sprechen und versuchen sie zu überzeugen, dass sie uns helfen müssen. Was hältst du davon? Also du möchtest versuchen, ihnen zu sagen, dass wir sie verdächtigen? Nein, dass wir nicht auf die Art und Weise, wir sollten versuchen, an ihr Gefühl zu appellieren, dass sie das Richtige tun und weil sie doch bestimmt gar keinen verletzen wollen. Und es waren ja am Anfang auch nur Streiche, die ja ganz lustig waren. Ich meine, wurde ja keiner verletzt, aber das mit dem Bach, das war jetzt schon gefährlich. Und vielleicht verstehen die Kinder das nicht, weil die noch so jung sind. Und vielleicht war denen das gar nicht so bewusst. Also, vielleicht haben die nicht verstanden, dass vielleicht wollte sie auch einfach die Feen, vielleicht wollten die ja ausnutzen. Also sollen wir sie verdächtigen, aber sagen, ihr seid. Wir sollten nett mit ihnen reden und versuchen, dass sie verstehen, dass jemand verletzt werden könnte, wenn das so weitergeht. Ein Messer und eine Säge wurden gestohlen. Damit hätte man auch jemanden verletzen können. Der Mann, der von dem Stuhl gefallen ist oder wo der Stuhl kaputt ging, der hätte sich auch was brechen können. Okay. Und das vielleicht. Verstehen die Kinder das einfach nicht? Vielleicht haben sie nicht dran gedacht oder wussten das auch gar nicht, dass jemand anderen was Böses will. Das wollen die bestimmt nicht. Ich würde einfach gerne versuchen, mit ihnen zu reden. Ganz offen und ehrlich. Okay, und was machen wir, wenn sie uns nichts sagen wollen und zu den anderen Kindern laufen und wir die dann aber nicht mehr beobachten können, weil sie ihnen verraten, dass wir sie komplett verdächtigen? Ich weiß es nicht. Aber Lügen ist auch nicht der richtige Weg. Nee. Und immer so von hinten. Das ist verwerflich, das macht man nicht. Also Ehrlichkeit ist wichtig. Und verstehst du, was ich meine? Ja. Okay. Wir können ja erstmal ganz vorsichtig uns vorantasten. Nicht direkt mit der... Also sollen wir hinschleichen? Nein. Mit unseren Worten, nicht direkt sagen, wir wissen, dass er was gemacht hat, sondern anders. Okay. Wir gucken einfach.
Wir versuchen anders. Ja, wir versuchen jetzt erstmal nach Lessig. Aber sollen wir jetzt schleichen, wenn wir uns vorsichtig hinpassen? Nein, nein. Also wir gehen einfach hin. Wir gehen einfach hin. Okay. Geht zurück zum Haus, wo Lesney und ihr Bruder wohnen. Ich würde ganz vorsichtig einmal an der Tür klopfen, so. Eine Tür kommt raus. Ja? Hi. Ist deine Schwester da? Ja, warum? Könnten wir vielleicht einmal mit euch reden? Oder passt das gerade nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das können. Nicht können? Was meinst du? Ja, ihr seid gestern ins Dorf gekommen und eigentlich seid ihr, wir haben zwar geredet, aber da waren die Erwachsenen dabei. Und eigentlich sollen wir, wenn unsere Eltern oder die Erwachsenen nicht bei sind, nicht mit Fremden reden. Aber wir haben doch auch schon ohne die Erwachsenen miteinander geredet. Nachdem deine Schwester verletzt wurde, waren wir doch bei euch und haben versucht, euch zu helfen. Ja, das ist aber jetzt, das war irgendwie, keine Ahnung. Weiß nicht. Ich würde gerne auf Inside. Von Inside. Okay. Warte, habe ich auf Inside Advantage? Mal kurz gucken. Zwölf. Zwölf, okay. Erscheint Tatsache so ein bisschen abweisend. Scheint er zu sein. Als hätte er nicht großartig viel Lust zu reden. Also, nachdem, du erinnerst dich noch, dass Simon gekommen ist und euch nach Hause geschickt hat, richtig? Da sind wir jetzt auch. Ja, und er hat uns gebeten, ganz offiziell, dass wir halt helfen, herauszufinden, was hier vor sich geht. Okay, und was hat das mit mir und meiner Schwester zu tun? Ich meine, wir haben euch schon gesagt, was passiert ist. Also die Situation heute, die war ja schon sehr gefährlich und wir wissen, dass ihr Kinder spielt ja ganz viel miteinander und wir wissen von den anderen, dass ihr auch ganz große Abenteurer seid und ihr bekommt viel mit und ihr habt ja auch gesagt, dass das nicht das erste Mal war, dass ihr geglaubt habt oder dass ihr jemanden gesehen habt, die Feen. Ja, genau. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an mehr und könnt uns helfen, diese Person zu finden, weil das heute, das war schon sehr gefährlich, ne? Nicht wahr? Also diese Fee den Bach versperrt hat, da hätte ja auch jemand verletzt werden können. Und wir haben gehört, dass wenn wir nicht dabei hätten helfen können, dieses Zeug wegzumachen, dann hätte auch das Dorf teilweise überschwemmt werden können. Und wir haben gehört, dass deiner Mutter ein Messer gestohlen wurde und dass das noch nicht wieder aufgetaucht ist. Und mit einem Messer kann man halt jemanden auch sehr verletzen und wir wollen einfach nur verhindern, dass etwas Schlimmes passiert. Und wir hoffen, dass ihr uns dabei vielleicht irgendwie helfen könnt, falls euch doch noch irgendwas aufgefallen ist oder falls ihr doch noch irgendwas wisst. Und wir wissen, wir sind Fremde, aber ihr könnt uns wirklich vertrauen. So mach einen Persuasion-Check. Warte, ich hab Advantage auf Persuasion, das habe ich mir aufgeschrieben. Oh, yes! 19 plus 2, 21. Wie gesagt, die Fee muss das gewesen sein, die uns umgerannt hat. Ansonsten haben wir wirklich nicht so super viel gesehen, also... Wisst ihr, ob die anderen Kinder vielleicht was mitbekommen haben? Kann sein, dass vielleicht mal ein anderer, der vielleicht auch eine Fee gesehen hat. Ich weiß nicht. Bisher war immer, haben wir bloß diese Schatten halt im Augenwinkel so wirklich gesehen. Zumindest das, worüber wir uns unterhalten haben. Mhm. Aber wir haben auch nicht wirklich viel über diese Streiche geredet, weil es sind halt Streiche gewesen. Mhm. Ja. Seid ihr euch sicher, dass das nur Streiche sind? Es kommt ja keiner zu Schaden und es ist ja nichts passiert. Aber so ganz von Abenteurer zu Abenteurer, so ein Streich kann auch sehr gefährlich werden, wenn man das nicht möchte. Also gestern zum Beispiel, der Mann hätte sich ja auch was brechen können. Wir können jetzt auch mal Persuasion.
Das ist Saschas Art. 14 plus 5, 19. Okay. Ja, bei den meisten streichen möchten Leute, glaube ich, nicht, dass den anderen was Schlimmes passiert, aber es ist ja auch zum Glück noch nichts Schlimmes passiert. Noch. Mhm. Und die Erwachsenen machen sich auch Sorgen, verstehst du? Und ihr hört doch immer so genau auf die Erwachsenen und wenn sich Erwachsene Sorgen machen, dann ist das normalerweise kein gutes Zeichen. Der Mann gestern hätte sich zum Beispiel auch was brechen können, als der Stuhl kaputt gegangen ist. Und dieses Messer, das ist ja noch nicht aufgetaucht. Und damit kann man sich verletzen, selbst wenn, oder jemand anderen, selbst wenn man das gar nicht möchte. Man braucht sich nur einmal zu scharf zu schneiden und das hat keiner mitgekriegt. Oder im schlimmsten Fall verletzt man jemand anderen. Und wir wollen nur helfen. Auf jeden Fall könntet ihr uns helfen, wenn ihr so von Abenteurer zu Abenteurer weiter eure Augen aufhaltet. Und falls euch was auffällt, uns Bescheid gibt. Ja, ich denke, das ist möglich. Das ist super cool. Danke. Und ich hätte noch eine Frage. Wir haben mitgekriegt, dass Sophiras Mama krank ist. Wie lange ist die denn schon krank? Wisst ihr das? Ein paar Tage müsste es, glaube ich, her. Okay. Weiß denn schon jemand, was sie genau hat? Wollten sie nicht stören? Ich würde sagen, es wäre eine Erkältung. Okay. Und wir wollten nur mal fragen, wir wissen ja, wer eure Eltern sind und Sophiras, aber von den anderen Kindern, wer sind denn da die Eltern? Mach ein Wisdom Saving Throw. Okay. Oh, Scheiße. Das geht daneben. Ich möchte das nämlich eigentlich wirklich einfach nur wissen. 7 plus 7 8. Nicht gut. Okay. Als du nachfragst, sagt er, wird er so ein bisschen komisch. Und du hörst dann die Schwester von drin. Ich möchte, dass ihr geht. Und du findest, gehen ist eine sehr, sehr gute Idee. Okay. Du fühlst dich dazu, bewegt zu gehen. Okay. Prim? Ich glaube, wir sollten wirklich gehen. Wir wollten nur helfen. Wirklich nur helfen. Kann ich das merkwürdig finden? Klar kannst du das merkwürdig finden. Du kannst alles merkwürdig finden. Ich finde sehr vieles heute merkwürdig. Und der Junge schließt die Tür. Und Prim wackelt davon. Prim? Wir wollten doch gerade noch was, also rausfinden. Ja, ich weiß. Aber wieso gehst du denn jetzt? Ich habe das Gefühl, ich musste gehen. Das war ganz komisch. Wurdest du verzaubert? Ich weiß es nicht. Wer... Moment! Nein, das du? Finden wir raus. Aber wie? Weil... Ja, bleib mal stehen. Kann ich das mit Detect Magic rausfinden? Detect Magic? Ich denke, mit Detect Magic wird man da nicht viel reißen. Okay. Also sowas, ja, okay. Okay. Wir skippen rüber zu Luna, die sich von der kleinen Sophira kraulen lässt. Und irgendwann schläft die Kleine so beim Kraulen, also wird so ganz müde, selbst beim Kraulen, legt sich selbst hin, rollt sich ein. Du liegst bei ihr vorm Bäuchlein. Die Kleine schläft. Ich snuggle ganz kurz noch rein. Und dann schaue ich mich um. Okay. Perception. Wonach willst du dich umschauen? Was willst du gucken? Ob ich dieses Ding da finde. Dieses Schreinermesser? Ja. Okay. 16. 16. Du schaust dich im Hauptraum um. Scheint nicht wirklich was zu liegen. Ich versuche mich aber dabei schlau anzustellen. So. Nicht so, sondern so wie so ein Hund halt. So, okay, ich guck mal, was es hier so gibt, der neugierig ist. Okay, dann mach eher einen Investigation. Dann machen wir daraus einen Investigation-Check aus der 16. Okay. Sei denn, du willst riskieren, schlechter zu werden.
Nein. Okay. Du schaust dir die Wohnung ganz genau an. Du siehst kein Messer, was offen rumliegt. Du gehst auch in das Zimmer der Jungs. Das scheint auch, du guckst unterm Bett, oder das Zimmer vom Jungen, schaust unterm Bett nach. Da scheint auch kein Messer oder sowas zu sein. Ein Haufen Staub, ein Haufen Spielzeug, ein paar Sachen darunter, die unter das Bett geworfen wurden. Messer direkt findest du nicht wirklich. Das ist ja kein Messer, das ist ein Schreiner. Ja, das ist kein Schreinermesser. Ich habe wirklich alles durchgeguckt. Hast du wirklich alles durchgeguckt? Ein Schreinermesser findest du hier in dem Haus nicht. Also ich meine, du konntest jetzt nicht ins Schlafzimmer der Eltern, aber... Naja, da... Ne, dann... Gehe ich nochmal kurz zu Sophia. Okay. Sophia. Ja? Sophia, ich muss gehen. Schon? Es wird gleich dunkel. Sehen wir uns später? Ich weiß nicht, ob wir uns später sehen, weil du musst nach Hause und du musst schlafen. Ja, aber meistens, wenn es dunkel wird, sind wir mit den Erwachsenen immer noch ein wenig im Gasthaus und hören, spielen dann noch mit den anderen und hören uns mit Geschichten von den Erwachsenen an. Und wenn unsere Eltern dann nach Hause gehen, dann gehen wir meistens mit. Manchmal bringen sie uns auch ein bisschen früher ins Bett. Also, Sophia, wenn du und ich später gleichzeitig in der Taverne im Gasthaus sind, dann komme ich nochmal zu dir. Ah, das ist schön. Ja, aber ich kann nichts versprechen, weil ich glaube, ich muss wieder zu meiner Crew. Oh, okay, das verstehe ich. Ich muss da was bereden. Okay. Aber... Danke für die Belly Rubs. Und gib mir gerne. Ich bewahre dein Geheimnis. Okay, ich bewahre auch deins. Okay. Bis dann. Bis dann. Pfötchenkrieger-Ehrenwort. Pfötchenkrieger-Ehrenwort. Und ich gehe raus. Die restliche Crew sieht, wie Luna das Haus wieder verlässt. Es wird dunkel. Die Sonne beginnt langsam unterzugehen. Du könntest sie weglasern und ich hau mit der Axt drauf. Wem? Was? Ja, die beiden Jungs, die waren halt echt kacke. Ja, aber die müssen uns ja noch zu Fee führen. Ah, shit. Wir brauchen sie lebendig. Dann, Leute. Danach, was wollen wir danach mit denen tun? Leute. Das schauen wir dann, ja? Also bist du wieder da? Ich bin wieder da. Hallo. Hallo. Hast du was rausgefunden? Nein. Dann warten wir einfach, bis sie... Ist eine Verräterin? Nein. Hast du alles gegeben? Ich habe alles gegeben. Okay. Es sind sie sowieso wahrscheinlich eher die zwei Jungs, die... Die spielen denen noch Ball? Die spielen um den Ball, die sind jetzt nicht mehr ganz im Haus, sind ein bisschen weiter im Dorf, also sind mal hier, sind mal wieder am Haus gewesen, mal wieder weiter weg vom... Aber wir hatten immer so einen Blick. Wir haben sie ständig verfolgt. So. Ich habe etwas herausgefunden. Sophia hat mir gesagt, dass die Kinder häufig abends mit den Eltern nochmal im Gasthaus sind. Also dort könnten sie alle nochmal auf einem Haufen sein. Das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Aber sonst kann ich nur sagen, Sophia ist echt ein ganz süßes Mädchen. Okay, dann warten wir jetzt einfach, bis Prim und Sascha wieder hier sind. Stimmt, was sind die? Sie wollten zu Lettel und Lesney. Warum? Weil sie ja die Feen gesehen haben und wollten halt nochmal schauen, ob die wenigstens mit mehr rausrücken als die ganzen anderen Kinder hier. Ah. Okay, dann warten. Okay. Der Rest der Gruppe findet sich auch langsam wieder bei euch ein. Prim, jetzt bleib doch mal stehen. Ich bleib stehen, wenn wir bei den anderen angekommen sind. Und dann setze ich mich hin. Und gucke sehr verwirrt. Prim ist einfach... Also... Die meinten, wir sollen... Also, sie sollte gehen. Und dann ist sie einfach gegangen. Also, ich wollte mit den beiden reden, weil ich gehofft habe, dass wir sie davon überzeugen können, uns vielleicht nochmal Infos zu geben, weil sie ja jetzt mit den Feen nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben, weil Lesnia auch verletzt wurde oder zumindest
umgeschubst wurde. Und ich hatte gehofft, dass sie dann vielleicht ein bisschen gewillter ist, uns was zu erzählen. Und es lief auch erst gut. Wir haben die beiden davon überzeugen können, dass, wenn sie noch was mitkriegen, dass sie uns das erzählen und dann ehrlich sind. Und ich wollte einfach aus Interesse fragen, wer die Eltern der anderen sind, weil wir haben die noch nicht getroffen. Prim? Und dann hieß es, hat Leslie plötzlich gesagt, ich soll gehen, und dann habe ich mich voll gezwungen gefühlt zu gehen. Wenn sie nichts mehr wussten? Sie einfach wollten so, lass uns in Ruhe. Das glaube ich. Wie häufig hast du sie denn gefragt? Also wir haben schon ein bisschen öfter nachgefragt. So. Aber das einmal? War ja auch der... Zweimal? Nein, öfter. Okay, aber das war doch der Plan. Wir müssen doch immer wieder analysieren und immer noch mal drauf. Und so gut, aber das sind doch aber und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass sie uns die Wahrheit gesagt haben. Ja, dann stimmt. Also dann habt ihr doch was rausgefunden. Dann ist doch alles gut. Aber das war seltsam. Ich habe mich, als Leslie gesagt hat, ich will, dass ihr geht, dann musste ich gehen. Das war. Der ist ja auch einfach nur höflich. Nein, das war. Du bist ja ein anders. Sehr. Du bist ja ein sehr höflicher Hund. Anders. Ja. Das war anders. Also wir müssen das jetzt auf jeden Fall beobachten, weil ich glaube immer noch, dass hier irgendwas schief ist. Ja, das sowieso. Entweder gehen wir jetzt ins Gasthaus heute Abend oder wir legen uns woanders auf die Lauer. Aber auf die Lauer sollten wir uns legen. Ja, und ich würde so wie die Wölfe. Ja. Und ich würde niemals diese zwei Jungs da, oder wo auch immer dann auch Xam ist, die würde ich nicht aus den Augen verlieren. Ja. Niemals. Naja, also ich glaube, dass die große Möglichkeit besteht, dass sie später noch ins Gasthaus gehen. Ja, aber da werden sie ja nichts anstellen, oder? Also ich würde da auch hingehen. Ich würde die generell jetzt nicht mehr in Ruhe lassen. Aber halt also versteckt. Wenn jetzt Zeit vergeht, wo gehen die hin? Die zwei gehen erstmal wieder rein und nehmen, die zwei machen sich dann zusammen mit Sophira auf den Weg zur Brücke rüber und sagte, vermutlich zum Gasthaus. Müsstet ihr halt folgen. Ja, wir folgen sie haben sicheren Abstand. Sehr gut. Wir gehen einfach mal hinterher. Dann mach doch mal einen Group Stealth Check für mich. 20. Nicht natural. Moment. 13. 4. Ich kann nicht rechnen. 18 plus 5. 7. 21. 18 plus 5. Nee, 23. Ja. 18 plus 5. Oh, ich habe noch 22. Sorry. 23. 13. 13. 7. 4. 4, okay. Overall. Packt ihr das? Overall geht ihr im Plus damit raus. Okay, ihr folgt den beiden und die drei gehen Tatsache Richtung Taverne. Bleibt ihr draußen vor der Taverne, geht ihr mit in die Taverne, was ist euer Plan? Wir können auch einfach in die Taverne gehen und auch was zu Abend essen. Dann haben wir sie ja im Blick, oder? Das klingt nach einem guten Plan. Ja, wir schlafen, dann können wir da auch was. Wir gehen rein. Ja. Okay, vielleicht gibt's Steaks. Kurz bevor ihr reingeht, seht ihr, wie Xam aus vom Tor quasi, aus der Richtung vom Tor kommt. Schnell im Gang halt in Richtung auch Taverne geht. Okay, der wird bestimmt seinen Friends berichten. Irgendwas. Los hinterher. Irgendwie blau. Sofort. Ja. Ja. Ihr geht alle in die Taverne. Ja? Ja. Okay, ihr geht alle in die Taverne rein. Es ist schon wieder recht voll. Es sind schon einige der Leute sind schon da. Die Kinder sind hinten an den Tischen, wo ihr sie auch das erste Mal quasi getroffen habt. Leslie und Letrek sind auch da. Alle sieben Kinder sind da versammelt, sitzen ein bisschen zusammen, unterhalten sich. Sieht an und für sich nach einem recht normalen Tavernenabend für sie erst aus. Okay, dann. Und Lunais, deine Mission weiter fortsetzen. Ja, ich gehe eben ganz Go. Kurz. Excuse-moi, aber ich suche aus, wann meine Mission weitergeht. Und das ist jetzt. Ich gehe zu Sophira hin, sag kurz Hallo, freue mich. Und dann sage ich aber, dass ich eben kurz nachfragen werde, ob es Steaks gibt. Okay. Sie begrüßt dich auch, ist ganz happy.
Die Jungs beäugen dich, sind relativ neutral. Ne? Die beiden Geschwister sind gucken dich nur an, beschäftigen sich dann wieder mit den beiden. Du tappst los zur Theke, fragst bei Rita nach Steaks. Rita? Ja? Hallo, excuse-moi, aber habt ihr zufällig Steaks? Wir haben im Moment Tavernensteaks, die ich anbieten kann. Ich meine, wir müssen ja hier heldenhaft arbeiten und das für euch lösen. Da wollte ich fragen, ob wir vielleicht ein paar Steaks kriegen könnten. Tavernensteaks, ist kein Problem. Die kann ich euch fertig machen. Ja. Das dauert ein bisschen und sie bringt dir die Tavernensteaks. Es sind so. Stell's dir vor, wie eine Art Burger Patty. Okay. Es hat ein Tavernensteak. Es ist Fleisch. So viel steht fest. Es ist auch lecker. Es ist gut gebraten. Es ist so ein kleines Stück Kräuterbutter oben drauf. Okay, ich mampf erstmal los. Lunais hat Hunger. Mampf von allen. Ja, so. Okay, du mampfst. Spaghetto. Ja. Wer von den beiden war nochmal am komischsten? Am komischsten war nicht Aaron, sondern Artep. Artep, okay. Nur, dass wir den vor allem auf dem Kicker haben. Ja, aber Xam hat, glaube ich, gerade irgendwas verbrochen. Der kam aus dem. Der war außen. Der kam durchs Tor. Vom Tor. Außen. Also aus der Richtung, in der das Tor liegt. So viel konntet ihr sehen. Der kam vom Tor. Können wir sie schon belauschen? Was ist denn in der Nähe von dem Tisch, wo wir uns irgendwie... Können wir uns in der Nähe? In der Nähe, aber halt natürlich in der Nähe. Hier ist halt die Theke. Mhm. Und hier sind die Kindertische. Und hier sind halt noch so ein paar dann Erwachsenentische verteilt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja, oder ist irgendwie eine Lounge oder so ein Dreiertisch für Hunde. Aber nebenan noch ein Pokertisch. Aber es wäre ja wahrscheinlich legitim, wenn wir uns an einen der Kindertische sitzen, weil da könnten wir auf den Tisch kommen, oder? Ja. Mhm. Und da bringt dann Rita auch die Tavernensteaks hin mit Luna Ease, die ganz aufgeregt ist und dann so ein bisschen und anfängt zu mampfen. Was hast du uns denn mitgebracht? Tavernensteak. Schmeckt auch. Mhm. Schmeckt ganz gut. Keine normalen Steaks, aber Steaks. Also Tavernensteak. Fleisch. Frage. Ich habe keine Ahnung, wie Charm Person funktioniert. Charm Person ist auf die Person, auf die du es castest. Ich mache einen Wisdom Save mit Advantage. Würde er dann kapieren, dass es genau und oder beziehungsweise dass es von mir kam. Wir sind in einer großen vollen Taverne. Es könnte basically jeder gewesen sein. Basically könnte es jeder gewesen sein. Er wird eventuell vermuten, dass es einer von euch gewesen ist, weil ihr seid neu. Vor allem, wenn du ihn dann irgendwas fragst und er dir alles erzählt oder so, dann weiß er ja, mit wem er geredet hat. Weil er sagt ja zu dir. Ja, aber danach, aber es geht mir ja darum. Ja. Wenn er am Anfang, wenn der Spell an sich schon failt. Ach so. Danach ist mir kackegal. Ach so, ja. Ja, er erzählt uns ja dann also freundlich. Vielleicht, je nachdem. Easy. Let's go. Dann visiere ich Artep, ist es? Ja, oder Xam, ich weiß nicht. Xam gerade Party gemacht. Artep ist... Nee, dann ich ja doch. Lass eine Münze werfen. Ich visiere Xam an und wirke Charm Person. Was ist dein Spell Safe? Das müsste in steht hinten. Wisdom 11. Ja, Wisdom 11. Du hast das Gefühl, der Zauber ging nicht durch. Dass er widerstehen konnte. Und? Ich habe das Gefühl, dass hat nicht funktioniert. Was hast du denn versucht? Ich habe versucht, ihm... Naja, ich bin noch ein Hund. Und wir sind der beste Freund des Menschen. Ihr wisst schon, manchmal funktioniert das ja. Plötzlich wird die Tür aufgeschossen. Feuer, Feuer! Der Wachturm brennt! Wally hat sich den Fuß gebrochen! Kommt schnell, kommt plötzlich! Was?
Und einer nach dem, und die Dorfbewohner schieben, springen alle auf, die Stühle kippen um, werden zurückgeschoben. Einer rennt nach dem anderen raus. Simon bleibt kurz an der Tür stehen. Kinder, ihr bleibt hier drinne und stürmt sofort mit den anderen raus. Ich würde in dem Moment bitte gerne die Gesichter der Kinder anschauen. Mhm. Und vor allem Sam. Okay, die wirken, mach einen Perception-Check, alle beide. Aufpassen, dass ein Laser da rauskommt aus meinen Augen. 16. Warte. 9. 6. Ich kau noch zu stark an meinem Steak. 18. Okay, die Kinder sehen Tatsache betroffen aus. Sehen alle betroffen aus. Die Lesne und Lefek ein bisschen weniger als die anderen. Xam hat total den Horror im Gesicht stehen. Und draußen brennt ein Wachturm. Okay, wollen wir mit? Irgendjemand sollte auf die Kinder aufpassen. Was? Ganz ehrlich, diese Kinder müssen klar. Also, was ist halt mit denen? Wir müssen das Feuer löschen, sonst brennt am Ende noch das ganze Dorf. Ja, wir sind keine Feuerwehr. Guck, wie vom Blitz getroffen. Aber sorry. Trotzdem zeige ich's. Wenn mich keiner aufhält. Spaghetto. Ich würde mich auf Xam stürzen. Und ich würde versuchen. Mach einen Grapple-Check. 8 plus, was ist Grapple? Das ist Stärke. Oh ja, 8. 8, okay. Du sprintest los und stürmst darüber und springst den quasi an. Dann geht's ein Stück zurück. Was soll das? Was hast du getan? Ich hab gar nichts getan. Ja, du kamst nur von dem Wachturm, der jetzt... Und die anderen stehen sich vor so, hey, lass die Scheiße, geh weg! Nee, ganz ehrlich, ihr müsst jetzt mal klarkommen. Seht ihr, was passiert? Ich würde auch... Du musst klarkommen! Und Sam fängt im Hintergrund einfach an zu heulen. Also Prim würde jetzt auch rübergehen und die ganz ernst angucken, vor allen Dingen Lettik, weil sie ja vorhin schon mit dem geredet hat. Kinder, ihr seht doch, was jetzt aus diesen Streichen geworden ist. Ihr müsst uns die Wahrheit erzählen. Wir müssen überhaupt nichts. Und die Kinder und Lesne und Lettek stürmen einfach an euch vorbei, schieben euch zur Seite, gehen einfach, rennen raus. Ein paar der anderen sind so ein bisschen unentschlossen, wissen nicht genau, was sie tun sollen. Und wollt ihr, dass jemand stirbt? Am Anfang mag es vielleicht noch ein einfacher Streich gewesen sein, aber jetzt geht es um ein Feuer, das ausgebrochen ist. Jemand hat sich den Fuß gebrochen. Jemand hätte bei diesem Feuer sterben können und kann auch immer noch sterben. Ihr müsst uns die Wahrheit erzählen. Ich nehme meine Axt. Nein, Jack. Und richte die auf Xam. Die Kinder stellen sich alle schützend davor. Jetzt haben die alle richtig Angst in den Augen vor euch und drücken sich quasi hinten an die Wand. Ich würde mich dann verrückt, wenn ihr dafür sorgt. Ich würde ihn gerne unterbrechen. Jet! Tut mir leid, aber das kann Prim so nicht akzeptieren. Ich kann mir dazwischen stellen und... Ich mach das jetzt aber trotzdem. Xam heult Rotz und Wasser. Xam, was hast du getan? Wir glauben dir, dass... Sie hat gesagt, es würde niemandem was passieren. Aber du siehst doch, dass jemand... Der Turm sollte nur ein bisschen wackeln! Aber es hat was passiert! Da kann ich doch nichts tun! Doch! Jet, hör auf! Und der bricht zusammen und heult nur noch. Kein verständliches Wort kommt mehr aus dem Jungen raus. Jet, hör auf! Hör auf! Tür jetzt halber die Schnauze! Es reicht auch langsam mal! Du machst den Kindern Angst und so kriegen wir auch keine Antworten. Schnauze, Prim! Selber! Ich bin den anderen zwei hinterher gerannt, ne? Okay. Nur ums... Das ist halt wunderbar. Okay. Du rennst den beiden Kindern hinterher und du siehst, dass die quasi vom Turm wegrennen. Mhm. Du siehst diesen großen brennenden Turm, also wirklich, der jetzt steht lichterloh in Flammen. Es ist wie ein Inferno. Das Ding brennt wirklich und du bist so ganz kurz so. Und dann ist es einfach dunkel. Deine Augen brauchen einen ganz kurzen Moment, um sich dran zu gewöhnen. Der Turm unversehrt. Kein Feuer, kein gar nichts. Die ganzen Dorfbewohner stehen da nur alle so, was? Sehe ich die zwei Kinder noch? Mach einen Perception-Check. Zwölf. 12. 13. 13?
Du glaubst, sie sind irgendwo hinter einem Haus abgebogen. Bist dir aber. Du glaubst, sie sind in die Richtung gelaufen. Naja, ich glaube, ich drehe ab zu den anderen zurück. Leute, der Turm ist das Feuer ist weg. Ich war draußen und es machte und das Feuer war weg. Was? Ich würde mich wieder zu den Kindern umdrehen. Die ignorieren euch vollkommen. Die sind alle zusammen. Die versuchen auch. Was ist denn hier passiert? Sind in die letzte Ecke zurückgegangen. Die wollen nichts mit euch zu tun haben. Gar nichts. Auch die Kleine ist super verängstigt und hat auch angefangen zu heulen jetzt. Die Kinder sind mit Schuld. Ich würde es halt trotzdem versuchen, vorsichtig auf die zuzugehen und ganz ruhig. Geh weg! Und die schubsen dir so einen Stuhl entgegen. Lasst uns in Ruhe! Geht! Wir wollen euch nicht. Ist mir egal! Geht! Wir sollten gehen. Wir müssen die anderen zwei verfolgen. Ich habe sie aus den Augen verloren. Die sind irgendwie rausgerannt. Aber Leute, hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Leute, wir müssen jetzt zusammenhalten. Ich wollte wirklich nicht, dass das passiert. Der Turm sollte nur wackeln. Du musst mir sagen, was ist passiert? Die Fee spricht mit uns. Wo sind die anderen zwei hingerannt? Weil die waren nicht geschockt. Setzt die Schnauze auf den Boden. Sicher. Als ihr euch anfangt aufzuteilen und das Vieh zu umkreisen, hört jeder von euch auf einmal ein lautes. Schwierig. Schwierig, sagen wir mal so. Wenn ihr erfahren wollt, wie es weitergeht und ihr habt noch nicht abonniert, dann macht das. Wenn euch das Drama gefällt, dann lasst doch einfach einen Daumen da. Und hier geht es jetzt weiter mit einem weiteren Pen-and-Paper-Video und da unten geht es zu unserem Patreon. Bis zum nächsten Mal.